Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Referat. Wie Dr. Haas bereits erwähnt hat, findet Open Source auch in der Geschäftswelt immer wie mehr Einzug. Ich werde Ihnen anhand von zwei Beispielen zeigen, wie wir das bei Adfinisai Group für zwei größere Firmen in der Schweiz umgesetzt haben. Es gibt nicht nur den Schweizer Bezug, sondern auch einen globalen Bezug. Ich werde das noch erläutern. Mein Vortrag oder mein Referat steht ganz im Zeichen von Online-Marketing-Plattformen, prinzipiell Webseiten, wenn man das so will, aber halt im Einsatz für Marketing, wo es halt, wenn Werbung gestreut wird, plötzlich Peaks gibt. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie wir damit umgehen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Head of Operations bei der Adfinisai Group. Ich bezeichne mich selber als Open Source Enthusiast. Ich kenne eigentlich gar nichts anderes. Man kann mich auch auf Twitter followen. Mein Handle dort ist Nixlor. Adfinisai Group will ich nicht groß einführen, wer oder was das genau ist. Das findet man auch auf unserer Webseite. Drei Stichworte. Wir sind ein Open-Source-Dienstleister. Wir beschäftigen uns eigentlich nur mit Technologien rund um Open-Source. Wir haben über 40 Mitarbeitende. Momentan sind es, glaube ich, 45 an drei Standorten, Bern, Basel und Zürich. Ich komme zu meinem eigentlichen Referat. Es geht um Online-Marketing, sowohl mit nationaler wie auch internationaler Ausrichtung. Und es geht um Open-Source. Ganz konkret, was passiert, wenn Marketing schief geht? Da gibt es lustige oder weniger lustige Beispiele. Starbucks. Oder auch diese Werbetafel in Amerika. Nicht ganz ideal. Und dann natürlich in der digitalen Welt solche Bilder. Wenn plötzlich statt einer Webseite, die groß in Primetime Werbespot angekündigt wurde, nur noch Service Unavailable ausspuckt. Das Guru Meditation, das ist schon, zeigt schon an, was da genau passiert im Hintergrund. Da ist irgendjemand auf den Servern am Rummeditieren. Natürlich sehr suboptimal. Wir haben jetzt Problemfälle gesehen. Was ist denn überhaupt relevant bei solchen Marketing-Plattformen? Das kann man eigentlich relativ einfach ausdrücken, zumindest aus Sicht des Kunden, der mich dann anruft. Der will einerseits, dass die Plattform, also die Webseite, wo zum Beispiel sein neues Produkt angezeigt wird oder wo Marketing Firmenzahlen veröffentlicht werden, dass die schnell ausgeliefert wird. Sie soll nicht nur schnell sein, sie soll auch stabil sein. Das heißt, Unterbrüche sind zu verhindern. Es muss 24/7 funktionieren. Die Webseite soll immer erreichbar sein. Unterbrüche dürfen nicht passieren eigentlich. Und das Ganze soll auch noch einigermaßen bezahlbar sein, weil es bringt nichts, wenn man ein ganzes Rechenzentrum kaufen muss, nur um eine Webseite zu betreiben, die halt vielleicht einmal in der Woche an einem Primetime-Abend viel Traffic generiert. Was aber allzu oft passiert, statt Geschwindigkeit und Stabilität, ist halt eben Desaster, Fail, Feuer, Explosion und so weiter und so fort. Uns auch schon passiert, unser täglich Brot, wenn unsere Pike-Leute aufgeweckt werden, weil etwas nicht funktioniert. Und dagegen gilt es, Lösungen zu finden. Verursacht werden solche Problemfälle in der heutigen Zeit auf Online-Plattformen primär dadurch, dass sehr viele Besucher auf einmal die Webseite ansteuern. Auch durch Bots, Crawler und DDoS-Attacken. Bots sind Systeme, die die Inhalte abgrasen und etwas suchen, um es an einem anderen Ort wieder darzustellen. Oder Crawler wie Google, Bing, Yahoo, die halt sehr schnell sehr viele Seiten abrufen. Oder natürlich auch, was immer wieder gesehen wird, schlechte Software. Wenn sowas passiert, braucht es eine Truppe, die das Feuer löscht. Kill all fire, das ist so ein Wunsch-Command, eingeleitet mit dem Hashtag, das man manchmal einfach am liebsten eingeben würde auf der Konsole. Aber was ist halt, wenn die Server schon brennen, dann
hilft das eben auch nicht. Dann muss man wirklich die vielleicht mehr Hardware hinstellen in dem Moment oder andere Lösungswege finden. Aber viel besser ist eigentlich, vorgängig zu reagieren, dass diese Fehler gar nicht erst passieren. Ganz einfach gesagt, erfolgreiches Online-Marketing impliziert auch eine erfolgreiche IT. Wenn man nicht von Beginn weg sich überlegt, wie gehen wir diese Probleme an, damit wir die gar nicht erst haben in der Produktion, muss man mit einem erfolgreichen Team operieren. Large Scale, also große Besucheraufkommnisse abzufedern und bedienen zu können, das kann nicht jeder Dienstleister. Meine Gleichung ist, dass wir mit Open Source und Leuten, die wissen, von was sie sprechen, die diese Tools im Griff haben, eben volle Leistung herauskitzeln kann, auch mit relativ wenig Hardware, mit relativ wenig Ressourcen, dass man da nicht ein ganzes Rechenzentrum braucht. Wie denn? Das ist natürlich die kreative Frage. Und da komme ich zu meinen zwei Beispielen, die ich auch in meinem Titel habe. Das erste ist naturaplan.ch. Viele von Ihnen dürften Naturaplan als ein Brand kennen, welcher von Coop, dem Detailisten, schon seit langer Zeit benutzt wird, um biologische Produkte eigentlich im Angebot spezifisch zu kennzeichnen. Naturaplan.ch ist eine solche Marketingplattform eines großen Retailers in der Schweiz mit nationaler Reichweite, wo wir sehr heftige Peaks sehen. Wenn zum Beispiel am Freitagabend vor der Tagesschau ein Naturaplan-Spot im Fernsehen gezeigt wird, dann kann man auf dem Graphen sehen, wie die Leute auf ihren Tablets oder Handys oder was auch immer hat, nebst dem Fernsehschauen auch noch solche Webseiten aufrufen. Viele kennen die Seite oder zumindest das Logo oder haben das schon einmal gehört. Naturaplan.ch, wenn ihr das jetzt aufruft mit eurem Handy, sollte eigentlich etwas kommen, ich hoffe es zumindest. Wie angekündigt oder wie erwähnt, wird dort sehr viel Werbung gemacht von Seiten des Kunden eigentlich. Also da hat man von TV-Spots über Werbeplakate, YouTube und auch Tragtaschen und so weiter das volle Programm. Es gibt dann auch spezielle Promotions, wo wirklich die Leute auf die Webseite kanalisiert werden, zum Web, zum Beispiel für Wettbewerbe und so weiter und so fort. Das Ganze, naturaplan.ch, basiert komplett auf Open-Source-Software. Dort ist keine einzige Komponente nicht Open-Source, bis auf das, was vielleicht die Agentur gemacht hat in Form der Bilder oder was auch immer. Aber technologisch gesehen ist dort alles Open Source. Es hat kein Content Delivery Network hinter dieser Umgebung, wo man x Server auf der Welt verteilt hat. Das ist eine Umgebung, die sitzt in der Schweiz, an einem Ort. Das ist nicht global aufgespannt. Es ist auch nicht Amazon mit Servern, die einfach mal hochfahren, wenn man halt mehr Bedarf hat, sondern das ist wirklich mit moderaten Ressourcen gebaut. Eine Lösung, die Adfinisai Group zusammen mit auch der Agentur eigentlich ingeniert hat. Ganz kurz, ich will nicht allzu technisch werden, das ist zwar mein tägliches Brot, aber kurz, was dort zum Einsatz kommt. Dieses kleine Häschen, das Sie da sehen, das ist das Logo vom Varnish Cache. Das ist eine Komponente, die wir einsetzen, welche hilft, Inhalte, die ausgeliefert werden, sehr optimiert auf dem System verfügbar zu machen. Damit dieses Varnish überhaupt Sinn macht, haben wir sehr viele Messungen gemacht, zusammen auch mit der Webagentur, haben dann ganz konkret Optimierungen vorgenommen, sogenannte Caching-Funktionalitäten integriert, den MySQL-Datenbank-Server, der da eingesetzt wird, entsprechend optimiert, so dass eigentlich mit wirklich, man kann das so sagen, relativ wenig Ressourcen eine solche Kampagne ohne viel Brimborium eigentlich betrieben werden kann. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, was wir da gemacht haben, dann sieht man schnell, dass es eine Teamleistung ist von den Entwicklern, wie auch von den Operations-Team. Das heißt, die gehen Hand in Hand, um eine solche Plattform zu bauen. Es braucht viel, viel Fachwissen zu den jeweiligen Komponenten, die diesen Stack ausmachen. Damit man eine solche Varnish-Konfiguration machen kann und auch MySQL entsprechend optimieren kann, braucht es sehr spezifisches Fachwissen. Und so haben wir das geschafft, zum Beispiel jetzt den initialen Request, das heißt, wenn die Webseite aufgerufen wird, dass die in ungefähr 50 Millisekunden bereits wieder zum Gerät eigentlich kommt. Das sind so Werte, das mag vielleicht für viele Leute jetzt nicht sehr interessant sein, aber da sieht man eigentlich mit was für Technologien, dass man schaffen oder arbeiten kann, um solche Plattformen schnell zu machen,
skalierbar zu machen, sodass man auch einen hohen Ansturm überstehen kann. Wenn wir den Fokus ein bisschen von der Schweiz wegnehmen auf einen globalen Markt, wo dann auch wirklich Leute von der ganzen Welt zu verschiedenen Tageszeiten auf ein Angebot zugreifen, kommen wir zu meinem zweiten Beispiel, das ist die DKSH. Da möchte ich ganz kurz in die Runde fragen, wem sagt die Firma DKSH irgendetwas? Es gibt doch zwei, drei Leute, gut. Das ist ein Riesenkonzern auch, das ist ein Schweizer Konzern, der aber in der Schweiz nicht groß bekannt ist. Hat damit zu tun, dass sie vor allem helfen, der Team im asiatischen Raum Fuß zu fassen. Das heißt, sie sind primär auch im asiatischen Raum sehr aktiv. Durch die globale Reichweite ergibt sich natürlich, dass wir zwischen den einzelnen Servern, die wir aufstellen müssen, um so eine Webseite auch in Asien schnell zugreifbar zu machen, dass wir dann plötzlich von mehreren tausend Kilometern Reichweite zwischen zwei Systemen rechnen. Das mag vielleicht nicht relevant sein, weil heute ist ja das eigentlich alles, ist ja nur noch ein Sprung. Aber wenn man dann sich halt technisch damit befasst, was das heißt, dann merkt man schnell, dass ein Datenpaket von Bern nach Singapur einmal um die halbe Welt halt einfach eine gewisse Zeit braucht, auch wenn das sehr schnelle Netze sind. Wir sprechen da von so 300 Millisekunden Roundtrip, das ist zwar immer noch schnell, aber ich kann es Ihnen also sagen, wenn Sie Systemadministrator sind in Bern und ein System in Singapur administrieren müssen und dann bei jedem Keystroke, den Sie eingeben, vergehen 300 Millisekunden, bis Sie das überhaupt sehen, dass das gemacht ist, dann wird schon nur das eigentlich eine Qual. Und dasselbe wird auch einem Benutzer passieren, wenn er in Asien sitzt und eine Webseite öffnen will, die in Bern betrieben wird. Das heißt, wir haben hier ein Problem, geografisch sehr weite Distanzen, die wir irgendwie zu lösen haben. Wie gesagt, DKSH primär in Asien tätig, das ist ein Screenshot von der aktuellen Webseite, die sollte jetzt eigentlich auch funktionieren, eigentlich relativ schnell. Die haben eine massive Reichweite, die sind wirklich in, glaube ich, 40 Ländern aktiv, machen dort vor allem auch viel Marketing. Die Datenhaltung ist aber in der Schweiz. Das brauche ich, glaube ich, nicht groß zu erläutern, warum das ein Vorteil ist. Viele Leute, die in diesem Saal sind, werden das wissen. Das heißt also, wir brauchen irgendeine Lösung, die trotzdem, dass vieles in der Schweiz ist, auch im fernen Asien sauber funktioniert. Auch nur ganz kurz, was für technische Lösungen wir da eingesetzt haben. Wir haben eine sogenannte Geo-IP-Lösung ins Feld geführt. Das heißt, eine Person, die in Beispiel Malaysia die Webseite von DKSH aufruft, bekommt eigentlich eine Adresse zurückgeliefert von dem Server, der in Singapur steht. Das heißt, wir haben wirklich verteilt auf der Welt Server installiert. Da kann man dann auch nicht mehr vor Ort etwas mit der eigenen Hand machen. Da muss man wirklich einfach auch einen Dienstleister haben, der das dort erledigt. So sind wir dann eigentlich an zwei Standorten jetzt verteilt, um diese Lösung zu betreiben. Ein Standort Bern, ein Standort Singapur. Und wir haben mit eigentlich unabhängigen Systemen, die die Webseite ausliefern, einmal eine in Bern und einmal eine in Asien, eigentlich das erreicht, was der Kunde wünscht, nämlich eine schnelle Webseite sowohl im europäischen Raum wie auch im asiatischen Raum. Und Technologien, die da eingesetzt werden, das sind jetzt Nginx und der Apache Tomcat, das sind auch wieder ganz klassische Open-Source-Lösungen, die da zum Zug kommen. Da ist noch viel mehr Open-Source drin, aber ich will da nicht alle Komponenten einzeln aufführen. Und da gab es dann auch ein ganz interessantes Problem oder eine Ungewissheit in diesem Projekt. Und zwar hatten wir uns eigentlich, während wir diese Lösung ingeniert haben, überlegt, ja, wenn wir jetzt in Asien diese Systeme haben und dann diese Lösung so aufbauen, wie das angedacht ist, wird das überhaupt so funktionieren? Wird das dann in Asien schneller sein als in Bern? Wir haben das dem Kunden auch versprochen, dass das so sein wird. Aber so richtig sicher waren wir natürlich nicht, bis wir die Lösung eigentlich überhaupt gebaut hatten. Das ist halt einfach manchmal auch das Risiko, das man nehmen muss. Die Theorie wurde dann aber zum Glück bestätigt. Wir haben da auch wieder sehr viele Messungen gemacht, natürlich Performance-Checks gemacht und so weiter und so fort. Und dann haben wir sehr schön gesehen, wie die Latenz für die Webseitenbesucher in Asien massiv besser wurde, als der Singapur-Node eigentlich in Betrieb gegangen ist. Und wir haben da auch jetzt so initiale Requests um die 75 Millisekunden, obwohl das eigentlich viel, 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 viel größere geografische
Maße angenommen hat. Ich habe jetzt zwei so Beispiele genannt, wie wir solche Online-Marketing-Plattformen gebaut haben, Schweiz, aber auch global. Ich möchte sie ganz kurz zusammenfassen, was die relevanten Punkte sind und Ihnen auch zeigen, dass man für solche Lösungen nicht global einen globalen Player braucht, der das umsetzt, sondern dass man das auch mit Open-Source-Lösungen machen kann, dass es Dienstleister gibt in der Schweiz, nicht nur Adfinis-Cygroup, die solche Dinge umsetzen können mit Open-Source, ohne riesige Systeme, die von wem auch immer proprietär geliefert werden. Daher ganz kurz zusammengefasst, was das Wichtigste ist, es geht auch ohne Amazon oder ohne Google Cloud und ohne, wie sie alle heißen, Azure und so weiter. Man kann das in einem typischen Rechenzentrum betreiben. Es gibt sehr, sehr viele Open-Source-Tools, die einem da helfen. Varnish, Nginx, auch die ganzen Datenbanksysteme, die sehr gut skalieren, wenn man weiß, wie man das machen muss, wenn man das entsprechende Fachwissen hat. Es braucht aber auch ganz klar Entwickler und Systemoperatoren, die zusammen Hand in Hand diese Lösungen aufbauen, welche diese Systeme zusammen wirklich abstimmen, dass das funktioniert und auch unkonventionelle Wege vielleicht einmal gehen, um solche Dinge zu testen oder eben auch in Betrieb sicherzustellen. Es gibt so einen kleinen Einblick, was wir so machen bei der Adfinis Cygroup. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen haben zu diesen Themen oder für Anregungen. Feel free, ich bin jetzt da. Ich kann auch technische Antworten liefern. Da ist eine Frage. Nikolas, soll ich eine ganz gemeine Frage stellen? Go for it. Wann würdest du dann AWS empfehlen? Wenn ich nicht selber ein Team von Leuten habe, die das machen können. Wenn ich einfach sorglos im Prinzip sein will und einfach irgendwo etwas nehmen will, das läuft, das schon ingeniert ist, wo ich aber auch weiß, dass die Daten dann halt nicht in meiner Obhut bleiben, wo ich halt auch gewisse Risiken in diesem Sinne akzeptieren kann. Andere Fragen? Sehr gerne. Eine Information habe ich jetzt vermisst. Sie haben jetzt sehr stark betont, dass Sie mit relativ geringen IT-Ressourcen eine performante Lösung hinkriegen. Mhm. Ist, ich kann es bei dieser DKSH-Seite nicht ganz beurteilen, aber so mit Natura Plan zwar ein bekanntes, aber sicherlich nicht die meistbesuchte Seite von Coop. Genau. Und ich vermisse so wenig die Zugriffszahlen, die Peaks, genau, um die wir hier reden. Das ist eine spannende Frage, die ich auch sehr gerne beantworten würde. Es ist leider so, dass vielfach bei solchen Referaten wir eigentlich ein bisschen gezwungen werden, solche Dinge nicht zu verraten. Das ist genau eine solche Information. Ich kann einfach so viel sagen, dass wir das in Relation mit anderen Systemen, die sehr viel größer dimensioniert sind, wo wir von Millionen von Page Impressions pro Monat sprechen, dass wir etwa ungefähr in dieser Liga mitspielen. Kurzfristig jeweils sehr, sehr viel. Über den ganzen Monat gesehen natürlich nicht so viel, aber es sind beträchtliche Summen, die da zusammenkommen. Und ich kann dort vielleicht auch kurz erwähnen, wenn ich sage wenig Ressourcen, dann sprechen wir bei solchen, wie jetzt Naturaplan zum Beispiel, von eigentlich einem System, das auf zwei Maschinen läuft, einfach um Redundanz willen im Prinzip. Und das sind so Commodity-Hardware-Server, also nichts irgendwie Wahnsinniges. Das ist wirklich ab der Stange normale Server-Hardware, die man da nutzen kann. Adrian. Du hast im ersten Beispiel Varnish erwähnt, im zweiten Nginx. War das ein Kundenentscheid? Das ist wirklich das Gleiche verwendet? Gute Frage. Das ist so, dass grundsätzlich wir eigentlich Varnish einsetzen, wenn wir das können. Dem Kunden ist es oft egal. Er sagt einfach, muss funktionieren. Der Punkt, wieso das beim zweiten Beispiel kein Varnish zum Einsatz kam, ist, dass wir eigentlich auf der hinteren Seite, also auf der Application-Server-Seite,
bereits einen Caching-Mechanismus haben, der eigentlich dasselbe macht, wie jetzt ein Varnish machen würde. Und der Nginx war dann die einfachere Variante, um verschiedene Backends halt nutzen zu können über einen Knoten, der die Seiten dann schlussendlich ausliefert. Doch, auch sehr interessant. Eigentlich versuchen wir eigentlich alle Requests, die wir für solche Webseiten haben, immer über HTTPS auszuliefern. Varnish hat bis vor kurzem HTTPS selber nicht unterstützt und dann haben wir meistens Pound oder Nginx als SSL-Terminierungslösung benutzt. Das heißt, dann hast du Nginx, unter Umständen Varnish und dann noch ein Apache in einer Konfiguration. Das kann durchaus passieren. Oder Pound, Varnish, Apache. Oder also dass diese Kette kann relativ lang werden. Das Ding von Varnish, das Sie jetzt im Grunde haben, das habe ich noch nicht probiert. Nein, das ist nur in der kommerziellen Version von Varnish verfügbar, soviel ich weiß. Nein, Sie haben irgendetwas portiert, ich will das Name empfehlen. Den kannst du als Pool Netzwerk irgendwo durchführen. Okay, wahrscheinlich. Also, ja. Können wir später sicherlich. Sonst noch Fragen, die sich ergeben aus dieser Präsentation? Ah, Adrian will es wissen. Das ganze Caching-Thema ist ja nicht ganz einfach, weil man oft im Backend etwas an Logik mitliefern muss, weil halt die Headers dementsprechend gesetzt werden müssen. Das ist doch genau. Der erste Mal, wie der Kontakt mit Varnish war, macht nie gar nichts. Genau. Was ist dort eure Erfahrung? Weil ich stelle fest, dass sehr viele Developer ja nicht die geringste Ahnung, was es bedeutet, die richtigen Headers zu schicken. Was habt ihr auch für Erfahrungen gemacht mit Open Source Software, die halt einfach bereitgestellt wird? Genau, also ich bin sehr, sehr froh um diese Frage. Ich wusste nicht, wie technisch versiert das Publikum sein will und ich wollte die Leute da jetzt auch nicht mit solchen Dingen quälen. Ganz, ganz grundsätzlich, deine Erfahrung ist absolut richtig. Wir erleben das eigentlich Tag für Tag. Da kommt WordPress oder Typo3 oder Drupal oder was auch immer von der Agentur mit all diesen Templates und so weiter und so fort. Und das skaliert einfach einmal gar nicht als Standardinstallation. Und was es dann braucht, ist wirklich ein Engineering-Team, das HTTP spricht, das Sessions versteht und das auch weiß, wie man Applikationen im Backend halt anpassen muss, damit die entsprechenden Header richtig kommuniziert werden. Die auch wissen, wo kann ich ein Cookie einfach wegschmeißen, wo muss ich die Cookies behalten und so weiter und so fort. Das geht gar nicht ohne spezifisches Fachwissen, da braucht es wirklich Engineering. Absolut richtig und ich denke auch, dass das die Krux ist, um ein solches System schlussendlich auch wirklich so skalieren zu können. Und von vielen Agenturen ist es wirklich so, dass die Entwickler auf der Seite von der Webanwendung sich nicht Gedanken zu diesen Themen machen. Und das ist dann immer ein bisschen ein Fight, sage ich jetzt einmal im positiven Sinn. Und dort kommt dann auch wieder das Hand in Hand, das ich erwähnt habe, was halt wirklich von beiden Seiten eine Anpassung braucht, damit man das umsetzen kann. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das somit stehen. Wenn es noch sonst Fragen gibt im Nachgang, bin ich sehr gerne da und gebe Auskunft. Besten Dank.